euch mit unserem Physiklehrer Herr Dr. Ewe einen Versuch zur Chloridtemperatur von Eisen. Ja, danke, Paul. Dieser Versuch ist relativ selten, aber hochinteressant. Man führt ihn in den Klassen 10 durch, Pascal. Und wir haben hier heute eine ganze Menge von Schülern, die sich dazu Gedanken gemacht haben. Als erstes wird Tim uns ganz kurz erklären, welche Geräte wir haben. Bitte sehr, Junge. Ja, wir haben hier einen Bunsenbrenner, dazu ein Feuerzeug. Das werde ich dann gleich entflammen. Dann haben wir hier eine Eisenstange, die ist magnetisch, und dazu ein Magnet. Wir haben das jetzt hier schon mal so aufgestellt, dass der Magnet die Eisenstange anzieht. Ja, vielleicht erstmal ein bisschen her, und es wird uns einige Erklärungen geben, die Vivi. Die materialspezifische Curie-Temperatur nach Pierre Curie bezeichnet die Temperatur, bei deren Erreichen ferromagnetische bzw. ferroelektrische Eigenschaften eines Materials vollständig verschwunden sind, sodass sie oberhalb nur noch paramagnetisch sind. Ja, und den letzten? Genau, bei Eisen liegt die Curie-Temperatur bei 7 Grad Celsius. Okay, jetzt zur Durchführung. Die Jungs schauen sich schon das Experiment an, und die Saskia liest mal langsam und deutlich. Bitte. Ein Ende eines Stücks Eisendraht wird zu einer Öse gebogen. Dieses schiebt man über eine horizontal angebrachte Stativstange, sodass der Draht mehr zu ihr frei pendeln kann. Ja, schaut die Kamera bitte genau drauf. Wir sehen das. Max weiter. Ein Hufeisenmagnet wird so aufgestellt, dass er den Draht ein Stück weit von der Ruhelage auslenkt, ihn aber nicht berührt. Ja, bitte immer wieder drauf sehen. Und schließlich Pascal. Erwärmt man mit einem Bunsenbrenner das dem Magneten zugewandte Ende des Drahtes bis zum Glühen, so pendelt bei Überschreiten der Curie-Temperatur in die Ruhelage zurück. Kühlt der Draht ab, wird er wieder vom Magneten angezogen. Ja, wir sehen uns das jetzt an. Der Draht glüht noch nicht, deshalb bitte die Flamme genau draufhalten. Okay, so. Dabei darf der Magnet nicht so stark erhitzt werden. Es dauert jetzt ein bisschen. Deshalb würde ich sagen, dass auch die Kamera mal zum Tafelbild geht. Paul, wir gehen mal ein bisschen aus dem Bild. Die Kameramann mal hochschwenken. Ja, und dann wieder zurück zum Versuch schwenken. Denn es scheint bald zu klappen. Ich hoffe, es ist sehr scharf. Ja, Flamme nicht ganz so groß. Ja, so ist, glaube ich, ganz okay. Ja, es dauert leider ein bisschen, aber das macht uns ja nicht aus. Wir lieben ja alle die Physik. Ansicht so. Ja, immer noch. Aha, es fängt schon langsam an zu wackeln. Ja, jetzt. Hat die Kamera das? Okay, wir schalten aus. Warten einen Moment, die Kamera schaut dort noch hin. Wenn der Draht jetzt nämlich abkühlt, dann wird er nach einer gewissen Zeit wieder angezogen werden. Jungs, ne? Boah, das ist sehr cool. Das ist wirklich sehr cool. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich auch nicht, aber wir wissen ja, was los ist. Ist die Kamera noch angeschaltet? Gut, dann wollen wir noch ein paar Sekunden warten, um zu sehen, ob das hier wirklich passiert. Wir könnten diesen, ja, kannst du es erläutern? Passiert schon was? Es fängt wieder an zu wackeln, auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist, man könnte den Vorgang beschleunigen, indem man natürlich ein bisschen Wasser da benutzt. Ja, aber wir wollen das mal ohne Wasser machen. Er geht zurück, ne, oder? Ja. Schieb mal den Magneten noch ein bisschen ran. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Ja, jetzt okay. Ah! Wunderbar. Bis hierher. Klasse. Experiment mit Curie. Nicht mehr. Im Süden von Großsiethen, wo die Sonne am höchsten steht, da steht auch unsere Schule.